Das Luftdichtheitskonzept in den Schweizer Normen war das Thema. Wo taucht es überhaupt auf? Der Begriff des Luftdichtheitskonzeptes ist ja relativ neu. Und es ist ganz gut, das mal anzuschauen. Was bedeutet das überhaupt? Und wie ist das in den Normen verankert? Wie setzt sich das um in den Bauphasen? Was gibt es für Einzelforderungen in der SI 180? Dann haben wir ja den Q50 eingeführt in der Minergie, in der SI 180. Und noch als Nebenthema, welche Rolle spielt die Qualitätssicherung? Zunächst mal habe ich mich so ein bisschen auf die Spurensuche begeben zum Begriff Luftdichtheitskonzept. Seit wann gibt es den? Und festgestellt, dass also der das erste Mal, soweit ich das überblicken konnte, 2007 in den Normen aufgetaucht ist, und zwar in der Flachdachnorm, die SIA 271, und 2011 folgten dann die Steildach- und die Fassadennorm, also 232 1 und 2. Und da war also, oh, da ist ein Ding verrutscht, der Text folgendermaßen: Lage und Verlauf der Luftdichtung in der Fläche sowie bei den An- und Abschlüssen müssen im Luftdichtheitskonzept festgelegt sein. Das war der Spruch, und der wurde eigentlich in jeder Norm wieder aufgewärmt. Das Problem war aber, keiner wusste, was das ist. Also da gab es nie eine Definition, was ist eigentlich ein Luftdichtheitskonzept. Und das war der Text dazu, wie er nachher in der SIA 180 im Abschnitt 3.6 Luftdichtheit der Hüllfläche steht. Und die Frage, die sich dann gestellt hat, ist, wie mache ich das eigentlich? Wie komme ich zu einem Luftdichtheitskonzept? Und wie hilft so ein Luftdichtheitskonzept, eine gute Qualität am Bau zu erreichen? Also habe ich mir erstmal für mich Gedanken gemacht, bevor ich in die Norm reingeschaut habe. Habe gesagt, wenn wir ein Konzept machen, dann sollte sich das über alle Arbeitsprozesse am Bau erstrecken. Das muss wirklich alles abdecken, von der Bestandsaufnahme, Planung, Ausführung bis nachher zur Übergabe an den Bauherrn und das vielleicht auch ein späteres Monitoring. Also es müssen alle Arbeitsprozesse und alle am Bau Beteiligten in so ein Konzept eingebunden sein. Was man auch sagen muss, wir als Blower-Door-Tester sind, wenn ich es mal ganz frech sagen darf, irgendwo sehr auf unser Fach orientiert. Bös gesagt, Fachidioten, aber Entschuldigung. Das beziehe ich mich selbst auch mit ein. Der Punkt ist, es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Konzepte. Also es gibt ein Lüftungskonzept, es gibt ein Brandschutzkonzept, und die interagieren auch miteinander. Das heißt, wir sind nicht alleine da mit unserem Luftdichtheitskonzept, sondern wir müssen das zum Beispiel auch abstimmen auf ein Brandschutzkonzept und auf ein Lüftungskonzept, weil das zusammenpassen muss. Dann habe ich mich damit beschäftigt, was sagt die Norm eigentlich dazu? Und bin da auf die Spurensuche gegangen, und die ersten Hinweise habe ich gefunden in der SIA 180. Ich teile das jetzt auf nach den verschiedenen Bauphasen. In der Projektierungsphase, da steht Festlegung von Lage und Verlauf der Luftdichtung in der Fläche. Sehr hilfreich dazu war, wenn man mal nach Deutschland rüberschaut, da gibt es eine Norm, das ist die DIN 4108 Teil 7. Und das ist eine grafische Norm, die hat Zeichnungen drin. Und diese Zeichnung, die stellt das eigentlich auch dar, was damit gemeint ist. Also ich muss zum Beispiel im Schnitt darstellen, dass die Luft, wo die Luftdichtungsebene ist. Und die Norm, also diese deutsche Norm, die sagt, es muss eine umlaufende Luftdichtheitsebene vorhanden sein, die mit einem Stift nachgezeichnet werden kann, ohne den abzusetzen. Und was ganz wichtig ist, was jetzt noch die SIA 180 dazu sagt, ich muss einen angestrebten
Wert für die Luftdurchlässigkeit der Hüllfläche in der Projektierungsphase festlegen. Muss man also überlegen, wird das jetzt ein MinergieP-Haus oder will ich nur nach S-Jahr messen? Will ich da den Zielwert haben? Wir haben ja vorher die Tabelle gehabt mit den verschiedenen Werten. Also da schlage ich einen Pflock ein und sage, da will ich hin. Hier sieht man die Werte dazu. Was gut ist bei der SJA 180 ist, dass sie umgestellt haben von diesem V4A, also einem Wert eigentlich bei 4 Pascal gemessen, auf einen Q50, also auf einen Hüllflächenwert bei 50 Pascal. Das erleichtert uns das Umrechnen, ist nicht mehr so schwierig und es sind Werte, die besser vergleichbar sind mit anderen Programmen. Wie gesagt, da gibt es einen Zielwert bei Neubauten 0,6, das würde eigentlich dem Passivhauswert entsprechen und auch bei einem Zielwert Q50 von 1,2 kann man sagen, das dürfte noch einigermaßen mit einer Lüftungsanlage funktionieren, wenn der Umbau eine Lüftungsanlage integrieren würde. Also es sind nicht berühmte Werte, zum Beispiel die 3,6 Q50 bei Umbauten und Erneuerungen, da wird sicher viel Energie verloren gehen. Wir sind da ein bisschen unglücklich drüber vom Verband her, haben da auch Einsprache gehalten, aber wurden leider da nicht gehört. Gut, etwas, was auch wichtig ist in der Projektierungsphase, was auch in der Norm drinsteht, ist, dass wir Nutzungszonen festlegen. Also wenn wir zum Beispiel ein Doppelhaus haben, dann können wir sagen, das ist die eine Einheit und das ist die andere Einheit. Und ich kann da wirklich hingehen und kann situationsbedingt sagen, meine Luftdichtungsebene, die geht mitten durchs Haus durch. Wenn ich 2 Brandabschnitte habe, kann ich das so definieren, dass das meine Luftdichtheitsebene ist und das erleichtert es mir auch bei großen Gebäuden, wirklich zu sagen, da wo der Brandabschnitt ist, ist auch eine Luftdichtungsebene. Also Nutzungszonen, Wohnungstrennwände kann ich mit einbeziehen. Die müssen dann in der Folge auch luftdicht ausgeführt werden. Und etwas, was die Norm hier auch vorsieht, ist Anforderungen für Bauteile, welche zum Beispiel Luftverunreinigung oder Feuchtequellen von Räumen mit Personen trennen. Also wenn ich zum Beispiel eine Garage habe und ich will das Garagengeschoss vom Wohngeschoss trennen, da gibt es auch einen Wert. Diese Trennwand, die darf maximal 2 Kubikmeter pro Quadratmeter und Stunde durchlassen. Also auch das wäre etwas, was man überprüfen muss, der Wert ist in der Norm drin. Was auch noch gut ist, ist, dass man Festlegungen im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept machen kann an der Stelle, dass man wirklich sagt, das ist ein Brandabschnitt hier, der wird jetzt überprüft nachher und das muss auch nicht nur rauchdicht sein, sondern auch luftdicht. Weil rauchdicht ist eigentlich nicht definiert in der Form. Etwas, was dann auch noch in der Projektierungsphase stattfindet, ist eine Festlegung von Anforderungen und Grenzwerten von sogenannten kritischen Bauteilen. Kritische Bauteile sind nicht zum Beispiel Durchdringung, sondern damit ist gemeint Tore, Fenster, Türen, Abschlüsse und Vorhangfassaden. Also da wird in der SJA 180 explizit auf diese Normen verwiesen. Bei Nichtwohnbauten und größeren Gebäuden ist in der Norm die Forderung nach einem Luftdichtheitskonzept. Ich muss also wirklich mir das etwas umfangreicher vornehmen, wo wie die Luftdichtheit ausgeführt wird. Und was dazu kommt, beim MinergieP haben wir dann das, was auch die meisten schon machen, das Luftdichtheitsmesskonzept, was wir bei der Zertifizierungsstelle mit einreichen müssen und was mitgeprüft wird. So, dann kommen wir zur nächsten Phase im der Projektierungsphase. Die Norm fordert Detailstudien von An- und Abschlüssen und Durchdringungen. Da muss ich darauf hinweisen, ich habe hier ein Bild aus der deutschen DIN 4108 und da muss man wirklich sagen,
Papier oder Bildschirm ist manchmal geduldig. Wenn jemand so eine Zeichnung macht, muss er sich natürlich auch überlegen, wie ist das praktisch auszuführen. Das muss ja nachher funktionieren. Und so eine Prinzipskizze hilft den Leuten beim Bauablauf nicht weiter. Also da muss man wirklich hinterfragen, ist das nachher auch ausführbar? Deswegen ist es auch wichtig, sich abzustimmen mit Fachplanern oder den ausführenden Gewerken, die können da weiterhelfen. Also dann ist es durchaus sinnvoll, wenn man als Architekt zum Blorder-Messdienstleister geht oder zum Handwerker, der das ausführt und sagt, wie machst du das eigentlich, dass das nachher luftdicht wird und dann entsprechend die Pläne auch so anpasst, dass das durchführbar ist. Dann gibt es noch einen Hinweis zur Projektierungsphase, die Abstimmung mit dem Lüftungskonzept. Da gibt es zum Beispiel Hinweise auf Dunstabzugshauben oder für Feuerungsanlagen gibt es normative Dinge. Also bei Dunstabzugshauben ist zum Beispiel festgelegt, dass die in der Nähe von Quellen für Luftschadstoffe, also zum Beispiel wenn man am Kochen ist, angeordnet werden oder wenn das Arbeitsräume sind, wo Qualm entsteht, dass halt der Rauch dann auch abgeführt wird. Und da ist auch die Forderung nach einer Nachströmöffnung drin, die sich beim Abstellen des Abluftventilators selbstständig schließen soll. Und was auch in der Norm geregelt ist, bei Neubauten muss die Verbrennungsluft über Leitungen direkt der Feuerung zugeführt werden. Diese Leitungen müssen dann auch entsprechend isoliert werden. Beispiel sieht man bei dir im Musterhaus, Matthias, gell? Kann man sich auch direkt mal anschauen. Und in dem Zusammenhang mit der Luftdichtheit muss man auch wirklich sagen, es ist immer eine Abstimmung mit dem Lüftungskonzept notwendig. Weil je luftdichter ich das Haus baue, umso eher ist dann auch eine funktionsfähige Lüftung geschuldet. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich mache alles dicht und dann mache ich nachher die Fenster auf. Das sollte also schon in einem festen Konzept verankert sein, wie man das lösen will. Dann Hinweise zur Ausführungsphase, wo es eigentlich anfängt spannend zu werden aus meiner Sicht. Es ist eine Pflicht in der Norm verankert, dass eine Kontrolle von Materialien und Ausführungsqualität stattfinden muss durch die Bauleitung in allen Bauphasen. Da muss man sagen, Bauphasen können sehr schnell aufeinander folgen. Also hier wird zum Beispiel noch die Luftdichtheitsebene bei einer Aufdachdämmung ausgeführt und hier oben ist schon das Unterdach drauf. Also wird es zum Beispiel schwierig, so einen Bau abzudrücken, Blower-Door-Test zu machen, wenn ein Teil noch gar nicht fertiggestellt ist und ein anderer Teil schon viel weiter ist. Deswegen ist halt die Kontrolle der Ausführungsqualität in so einem Punkt ganz, ganz wichtig. Leider ist es so, dass in der SJ 180 dass eine besonders zu vereinbarende Leistung ist, den Dichtheitstest während und nach der Ausführung der Luftdichtheitsebene auszuführen, um Leckageortung und Nachbesserung von Fehlstellen zu machen. Das ist leider immer noch der Punkt. Aber man muss wirklich sagen, dass das sehr positiv ist, wenn eine Leckageortung schon vorher gemacht wird. Die Betriebe, die da mitmachen, haben einen Lerneffekt. Wenn die das dreimal mitgemacht haben, dann wissen die, wo sind meine kritischen Stellen. Und bei späteren Messungen stellt sich dann raus, dass der Standard sehr, sehr hoch ist. Und das ist wirklich die Regel von der Norm her, dass die Messung am Ende der Ausbauphase auszuführen ist. Das ist auch in der Norm so verankert. Und wenn das so gemacht wird, können wirklich Konstruktionen auf hohem Niveau entstehen, weil dann nicht mehr nachgebessert wird, wenn schon alles zu ist. Welche Rolle spielt die Qualitätssicherung? Ich habe hier mal so ein schwieriges Detail als Foto, wo eine Luftdichtung bei einer Dachsanierung von außen hergestellt wird. Und da muss man sagen, diese Qualitätssicherung ist ganz, ganz entscheidend für eine durchgängige Luftdichtung an der Traufe. Muss ich sorgen, nicht nur für die Bauschadensfreiheit, sondern auch für die Effizienz von der Dämmmaßnahme, die ich bei einer Sanierung durchführe. Und hier sieht man dann zum Beispiel so eine Durchdringung, eine Sanitärentlüftung und
Hier ist dann verklebt worden, hier waren kleine Rümpfe drin, da kannst du dann auch durchziehen. Und sowas kommt bei der Qualitätssicherung raus, wo ich unter Umständen gar keinen Blowdown-Test machen kann. Also was der Blowdown-Test sollte eigentlich die Krönung von der Qualitätssicherung sein. Vorher muss beim Handwerker eine Qualitätssicherung stattfinden, zum Beispiel durch die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips. Ich klebe was ab, hole den Kollegen dazu und sage hier, ich habe das jetzt fertig, schau mal drüber, passt das so? Weil man selber manchmal ein Brett vorm Kopf hat und beim Arbeiten einfach zu sehr drin ist. Das ist ein sehr gutes Hilfsmittel, um Leckagen wirklich zu reduzieren, bevor es zum Test kommt. Und auch die Bauleitung und Sachverständige, auch der Blowdown-Tester muss nicht immer vor Ort mit dem Messgerät kommen. Der kann auch einfach mal so hinkommen und sagen, hier, wir gucken mal drüber, ist alles abgeklebt. Ich komme dann in 3 Tagen nochmal und hänge dann mein Gerät rein. Und manchmal ist es so, dass halt auch nur mit Überdruck und Nebel gemessen werden kann und dass es manchmal schwierig ist. Also wir machen bei unseren, bei Proclima, bei den Dachsanierungsschulung von außen machen wir immer einen Überdrucktest mit Nebel. Und da muss man sagen, sobald der Nebel mal draußen ist, ist der Qualm überall. Man kann dann eigentlich gar nicht mehr genau sehen, wo kommt es eigentlich raus. Deswegen ist diese vorgängige Arbeit, danke Harald, auch sehr wichtig. Also Nebel mit Überdruck kann man manchmal schlecht sanieren. Das ist eher so aus meiner Sicht eine Geschichte, um Handwerker zu erschrecken, oder man macht wirklich punktuell Nebel von innen. Der Holger wird da vielleicht später auch noch was dazu sagen in seinem Vortrag. Gut, und die Schlussmessung, die Abnahmemessung, das ist auch leider in der Norm eine besonders zu vereinbarende Leistung. Da können nochmal Restleckagen abgesucht werden, mit dem Ziel, die in der Planung festgelegten Anforderungen zu erreichen. Pflicht ist er leider nur beim Energie-P-Bauten oder wenn die Bauphysik es erfordert, die Konvektion auszuschließen. Die Beobachtung ist eigentlich, dass die SJ 180, seit sie sich durchgesetzt hat, die Blowdown-Tests gefördert hat, also dass da mehr SJ-Messungen nach SJ 180 Messungen gemacht wurden, hat man auch vorher gesehen. Ja, wo geht es weiter? Noch ein kurzer Ausblick. Also dieses Luftdichtheitshaus hier am Campus finde ich eine gute Gelegenheit. Die Schulung zum Baufachmann Minergie zeigt uns, dass die Handwerker weitergebildet werden. Der Verein Minergie orientiert sich neu. Der Thermografieverband wird das sehen, wo wir uns positionieren in dieser Situation. Auf jeden Fall ist es wichtig, die Blowdown-Messung weiter zu fördern und bekannter zu machen. Das ist uns sehr wichtig. Etwas, wo es weitergeht, Sie haben in der Tagungsmappe auch die Checkliste Luftdichtheit, die von Minergie zusammen mit dem Thermografieverband erstellt wurde. Und dort geht es wirklich darum, in allen Arbeitsphasen zu sehen, wie zum Beispiel ist ein Luftdichtheitskonzept erstellt, ist ein Lüftungskonzept erstellt, die Qualitätssicherung da weiterzuführen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich bin in der Zeit. Vielen Dank für das Interesse und ich führe gleich weiter zum nächsten Kollegen. Applaus